Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Green Ice, Ihrem Partner für synthetische Eisbahnen im Sport- und Freizeitbereich. Ökologisch und funktional. Mehr Informationen unter greenice.biz. Guten Abend und Grüße hier aus dem PSD-Bankdom. Ich begrüße Sie, ich begrüße euch zu den Statements der Trainer nach dem Spiel der DEG gegen die Krefeld-Pinguine. 3:4 nach Verlängerung der Endstand vor 0 Zuschauern. Ich habe beide Trainer hier, zu meiner linken für die Käfer Pinguine, Boris Blank, zu meinem rechten Herr Kreis. Boris Blank, bitte. Ja, Damen und Herren. Es war ein ganz schweres Spiel für uns. Wir haben schon drittes Spiel hintereinander, 5 Verteidiger. Und Verteidiger kriegen viele Belastung. Und wir haben viel defensiv gespielt. Düsseldorf hat viel Druck gemacht. Wir haben gute Eishockey gespielt, fand ich so. Und wir haben trotzdem geduldig geblieben und im richtigen Zeitpunkt konnten wir Antwort finden. Und nach zweiter, dritter, wir haben heute, bei uns hat nicht alles geklappt. Es war von unserer Seite vielleicht nicht das schönste Spiel, aber trotzdem, die Wille war da, hat man gemerkt in der Kabine, nach zweiter, dritter, weil wir wissen, wie wichtig für unsere Punkte sind und die Jungs zum Glück konnten wir Ausgleich schießen und Overtime natürlich ist ja auch da auf einer Seite ist der Pfostenschuss und wir haben richtige Zeit am Tor geschossen. Aber es ist eine ganze Mannschaft, harte Leistung und mit Geduld und gute Arbeit oder harte Arbeit und würden wir belohnt, sage ich so. Danke. Vielen Dank, Boris Blank. Herr Kreis. Ja, guten Abend zusammen, Boris, Gratulation an deine Mannschaft. Es ist eine frustrierende Niederlage, selbstverständlich. Ich fand, wir haben ein gutes Eishockey-Spiel gespielt, aber nicht im entscheidenden Moment dann konsequent genug. Krefeld hat ja einige Spiele, die wirklich den Unterschied machen können. Es gibt ja den Spruch, die Tore, die man selber nicht schießt, die kommen ja zurück und beißt einen in den Hintern. Das, glaube ich, stimmt nur bedingt heute. Ja, wir haben wirklich ein paar Torchancen gehabt, die wir nicht verwendet haben, aber wie Boris gesagt hat, im entscheidenden Moment, eben vor dem Tor, wo die gefährlich sind oder was Krefeld gut macht, ist die Deckung so ein bisschen auszudehnen, da waren wir einfach vor dem Tor nicht konsequent genug. Alle drei Tore passierten unmittelbar vor dem Tor und da waren die einfach besser oder konsequenter als wir in diesem Moment. Und deshalb, wir haben auch nicht bei 3 gegen 3 gemerkt, dass ein Spieler von der Bank kam. Daher auch diesen großen Abstand, als der Spieler im vollen Lauf kam. Und daher ist es echt eine frustrierende Niederlage. Ich fand, Panther hat heute sehr gut gehalten, hat ein paar Big Saves gemacht. Aber insgesamt haben wir heute 2 Punkte verloren. Danke.